Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Saitirina, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist dein Seelenplan. Natürlich sind die Lebensbereiche die wichtigsten, wo Planeten sich befinden. Das ist hier der zweite Lebensbereich, da ist unser Planet Erde, außerdem die aufsteigenden Mondknoten, das ist Werte, Wertschätzung, Finanzen. Wichtig ist der fünfte Lebensbereich, die Kinder, die Kreativität und Lebensfreude, dann die sechste Lebensbereich, den Alltag zu bewältigen, Pflichten nachgehen, auf die Gesundheit achten, dann die siebte Lebensbereich, Partnerschaft, die achte Lebensbereich, die Wandlung und auch Geld gut investieren und Werten achten, um ämtliche Sachen kümmern, besonders wenn das um das Geld von Partner ist oder eine erbschaftliche Situation. Dann Reisen, Spiritualität, Bildung, dann Ansehen, Anerkennung, Zielerreichung, Berufung und Freundschaften, Hoffnungen und Wünsche. Wie ich schon sagte, ein Geburtshoroskop bleibt, aber du veränderst dich und bewegst du dich in dein Leben in 7 Jahren Perioden. Das heißt, alle 7 Jahren haben wir anderen Themen, was wichtig ist, anderen Einflüsse. Und wir lernen auch, du befindest dich gerade im Jungfrau-Periode. Das heißt, es kommt in dein Leben Heilung, das sind in vielen Angelegenheiten auch ein Reinigungsprozess, bringst alles in Ordnung. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei Sonnenbewegung muss ich das richtig stellen, die Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung schauen wir an, weil das löst etwas im Horoskop auf. Diese Bewegung heißt Transit. Und ich starte mit Mai 2019 mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet unserem Sonnensystem. Pluto bewegt sich im Schütze. Pluto ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, etwas noch nachschauen, etwas überprüfen, welche Pluto-Themen handelt sich, auf den Wesentlichen konzentrieren, dann auf die Gefühle achten, raus aus negativen Gefühlen, übergehen auf positiven Gefühle, diese Art von Transformation. Außerdem, Pluto hat nicht nur mit unseren Gefühlen was zu tun, sondern auch Sexualität. Aber diese Sexualenergie bedeutet nicht nur das Körperliche, sondern wenn etwas entstehen soll in unserem Leben, vereinen Gedanken, Gefühle, damit hier diese schöpferische Energie entsteht, aber alles loslassen, was diese Energie raubt. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran,
Neptun ist im Wassermann. Natürlich kommt die Wassermann-Energie dazu, unseren Ideen verwirklichen, die Fantasie, dieser Ideenreichtum. Und hier ist die Schule des Lebens. Uranus bringt immer Umbrüche, Veränderungen, löst unerwartete Ereignisse aus. Uranus bewegt sich im Widder, kommt die Widderenergie dazu, das heißt Neuanfang, Neuorientierung. Manchmal kommt das plötzlich unerwartet und die Thema ist Kinder, Lebensfreude, Kreativität. Saturn ist der Planet des Schicksals, hütet den Karma, Gott der Zeit, das ist Kronos und formt unserem Leben, belehrt uns auch manchmal streng. Aber es ist gut, dass wir diese Saturn-Energie haben. Saturn bewegt sich im Schütze, ist gerade rückläufig. Das hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Noch ein Rückblick und da aufräumen, das in Ordnung zu bringen. All das, was dich persönlich stört. Jupiter vergrößert immer etwas, vermehrt etwas, ist auch der größte Planet in unserem Sonnensystem, größer als alle anderen Planeten zusammen. Jupiter zeigt unserem inneren Größe, dieses Bewusstsein zu haben, dazustehen und belehrt uns auch. Jupiter ist auch die Weisheit, eine höhere Oktave des Merkurs. Und bei Jupiter-Energie handelt sich auch um Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück, aber öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Und oft bei Jupiter-Einfluss geht es auch um eine rechtliche Lage. Jupiter bewegt sich Mai im Skorpion. Und hier in die Tiefe schauen, in die tiefe Psyche, die Ursache erkennen auf den Problemen oder Erkrankungen. Und Jupiter zeigt auch dieses Wissen, diese Weisheit. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns behaupten im Leben, uns durchsetzen im Leben. Es ist eine männliche Energie, aber wir Frauen haben das auch und wir brauchen das auch. Aber Mars bedeutet auch der Mann im Geburtshoroskop, natürlich der Partner. Aber bei diesem Transit, bei diesem Bewegung kann auch eine andere männliche Person sein, wie ein Beamter oder ein netter Nachbar oder ein Kollege oder jemand von Familie. Auf jeden Fall ist männlich. Mars bewegt sich im Stier. Wo setzt du deine Kraft ein? Erstens die Alltag zu bewältigen, dann kommen die Stierthemen dazu, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft, oder um die Besitzfinanzen kümmern. Kann natürlich auch auslösen, dass du hier im Alltag Kontakt hast mit einer männlichen Person oder Arzttermin. Immerhin Gesundheit gehört auch zum sechsten Lebensbereich. Dann kommt Venus. Venus ist die weibliche Energie, das zeigt uns Frauen. Im Geburtshoroskop natürlich unserem Aussehen, wie wir zu dieser weiblichen Energie stehen, wie leben die Liebesleben, das gehört auch dazu, oder unserem Kreativität. Aber bei Venus Bewegung, bei diesem Transit kann auch eine andere Frau sein oder Frauen. Oder bei Venus Einfluss verschönern wir etwas oder bringen wir etwas in Harmonie. Venus bewegt sich in Fischen. Venus fühlt sich sehr wohl in Fischen. Da kann sich richtig schön entfalten und kommen die Ideen, die Fantasie etwas verschönern, kreativ gestalten. Und das erlebst du zu Hause. Merkur ist auch in Fischen. Bei Merkur-Einfluss handelt es sich um Vertrag oder etwas lernen oder Handlungen. Das ist natürlich möglich, hat aber alles mit Immobilien oder mit deiner Wohnsituation zu tun. Oder dass du ziehst du dich zurück in vier Wänden und lernst du etwas oder liest du ein Buch. Sonne zeigt die Monatsthemen, da fließt die Lebensenergie.
Und das ist gerade Widder im fünften Lebensbereich. Bei Widder-Einfluss kann das auslösen, dass dich etwas begeistert und fängst einen Neuanfang oder zeigst du Interesse und kommen Veränderungen. Und bei fünften Lebensbereich, die Thematik kommt auch dazu, Lebensfreude, Leidenschaft, Kontakt zum Kinder. 4. Mai ist Neumond im Widder hier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. 4. Mai ist schon vorbei, aber immer darauf achten, dass wir in einem Neumond nicht handeln, sondern nachdenklich sollen wir sein. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist immer Spannung, Nervosität, Unsicherheit. Bei Halbmond wirft das alles zurück oder kommen Einflüsse von außen und fangen wir an etwas zum Zweifeln. Dieser Halbmond ist hier im Krebs. Themen sind Familie, das ist Krebsthema, und 8. Lebensbereich Ämtern oder erbschaftlichen Themen oder das Loslassen. Und diesem Halbmond verstehen wir, wir sollen von etwas verabschieden, loslassen, und dann neigen wir aber doch, das festzuhalten aus lauter Angst. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas. Schau genau hin. Das sind Waage-Themen wie Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Partnerschaft, Kunst, Kreativität und Gerechtigkeit. Und dann die Themen 11. Lebensbereich. Das passiert im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder das entspricht die Wünsche. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, Spannung, Verlust in Finanzen, nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun ist in diesem Tag. Juni Mars ist in Zwillingen. Das heißt, Begegnung mit einer männlichen Person trifft Liebe, Partnerschaft. Dann kommt die Zwillingenergie dazu, die Leichtigkeit, die Gespräche, neue Kontakte. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist die Alltag bewältigen, um die Gesundheit achten, Pflichten nachgehen. Themen Stier kommt auch noch dazu. Das Leben genießen, gemütlich machen oder um die Werte, Finanzen kümmern. Und Merkur löst auch Gespräche, Verträge, Termine. Venus befindet sich im Widder und aktiviert Thema Liebe, natürlich mit Lebensfreude oder Verbindung zum Kinder. Und bei Venus Einfluss ist das weiblich, also ein Mädchen. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. Und das heißt, wir sollen geduldig sein, noch etwas überlegen oder überprüfen. Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun oder karmischen Themen. Natürlich, das ist auch Vergangenheit. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Entweder kommen hier Talente, Fähigkeiten, was man früher gemacht hat, das ist Kreativität, Kunst, oder noch nachdenklich sein, was sind eigentlich die Wünsche, die Träume, das noch überprüfen. Entspricht das die Realität oder sollen wir anderen Wünsche, Bilder, Visionen pflegen? 3. Juni ist Neumond im Stier, Rückzug, Nachdenklichkeit über Gesundheit, über Finanzen, über Besitz, über Pflichten. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, Spannung auf eine Reise oder kommt eine Nachricht von Ausland und löst diese Spannung aus. Oder die Glaubenssätze, wo wir anfangen daran zum Zweifeln. 10. Juni war das dieser Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Die Thematik, Geheimnisse, Verborgenen, das Seelische und die Gefühlszustand, das wird voll und ganz beleuchtet, das ist sehr wichtig, da hinschauen. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, das kann auslösen, dass außerrum
in Umgebung, alle sind hektisch, nervös oder jeder nervt nur, dann ist gut, zurückziehen in vier Wänden, die Ruhe bewahren. Oder Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Diese beiden Mondknoten, Ketu, die absteigenden Mondknoten, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, und Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele sucht, diese beiden Knoten bewegen sie sich aber auch. Und Ketu, diese absteigende Mondknoten, was mit alter Karma was zu tun hat, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier im Schütze. Und das trifft dich persönlich. Und dieser Drachenkopf, was die Seele gerade als Lebenserfahrung braucht, dieser Drachenkopf Rahu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier in den Zwillinge und aktiviert bei dir Themen Partnerschaft. Und Juni passiert was Wichtiges. Diese absteigende Mondknoten bewegt sich hier im Schütze und das ist ein Aszendent. Und es hat mit Vergangenheit was zu tun, Erinnerungen, Begegnungen mit anderen Seelen, die du kennst von früheren Leben. Und dann Saturn, der Hüter, der Karma und lenkt unserem Schicksal, ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und Pluto, was zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen und lass alles los, was das stört, dabei das zu erreichen, woran du glaubst, ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Die drei, also Ketu, ein rückläufiger Saturn und ein rückläufiger Pluto, trifft sich am Juni 2019. Das nennt man in Fachsprache. Sie bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Und das heißt, die Kräfte vermischen sie sich, die wirken zusammen, sie werden zusammen tun und aktivieren diese karmischen Themen, was mit Vergangenheit was zu tun hat. Und das ist Juni und hier im Schütze. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Venus wirkt auch hier, hat auch mit Liebe was zu tun. Und auch die karmischen Themen, das darf man auch nicht vergessen, auch im Zwillingen. Und Mars, Merkur ist im Krebs. Mars, Merkur löst hier aus Gesprächen, Terminen, oder dich einsetzen um Finanzen, Erbschaften. Achte Juli ist Merkur hier rückläufig. Entweder diese Termine gehen nicht voran oder sollte man doch nochmal etwas überprüfen oder überprüfen lassen oder die ganze Thematik hängt mit der Vergangenheit zusammen. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, das wirkt auf die Partnerschaft. Entweder Rückzug von deiner Seite aus oder von seiner Seite aus oder gemeinsam mal die Ruhe genießen oder nachdenklich sein, was möchte man erreichen in die Liebe, Partnerschaft. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, hier ganz oben, wo um Öffentlichkeit geht und Anerkennung geht. Bei diesem Halbmond ist Spannung da, man hat das Gefühl, man wird ständig übersehen. 16. Juli ist Vollmond und Mondfinsternis im Schütze. Ein Finsternis hat immer mit Karma was zu tun, weil das befindet sich immer auf die Mondknoten. Also löst wieder karmische Themen aus. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, Spannung entweder rundherum und ist besser zurückhaltend zu sein oder zu Hause bleiben oder zu Hause ist Reparatur oder Spannung. August
Merkur ist in den Zwillingen, Merkur ist rückläufig, kehrt zurück zum Zwillingen. Hier sind Treffen, Gespräche und das hat mit Partnerschaft zu tun. Kann diese Rückläufigkeit bedeuten, dass eine männliche Person kehrt zurück von Vergangenheit. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Hier im achten Lebensbereich handelt es sich auch um Sexualität. Bei Mars-Venus-Energie ist es auch möglich. Außerdem kommen andere Themen dazu, wie Ämter, Finanzen, Erbschaften. 1. August ist Neumond im Krebs. Sei zurückhaltend, nachdenklich oder überprüfe noch etwas. 7. August ist Halbmond im Waage. Das kann auslösen, dass du Wünsche hast, und in dem Tag fangst du an daran zum Zweifeln. Oder hast du Stress im Freundeskreis. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Vollmond beläutet etwas. Schau genau hin auf die Werte und Finanzen. 23. August ist Halbmond im Widder. Es fehlt diese schöpferische Energie. Es fehlt die Leichtigkeit oder Spannung mit Kindern. 30. August ist Neumond im Löwe, das ist hier, wo um Reisen geht oder um Spiritualität geht oder um Glauben geht. Und Neumond bedeutet Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit. Und in diesem Neumond wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, der Stern der Könige. Das ist das Herz der Löwen. Und es hat mit unserem Herzensangelegenheiten was zu tun. Hobby, Berufung, Natur, Kunst, Kreativität, Sport oder Liebe, Partnerschaft. Jeder Mensch liebt etwas anderes und das sollen wir beherzigen. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur. Alle ist im Löwe. Die ganze Energie fließt jetzt im Löwe-Themen und das ist das Selbst zu leben, das Herz bewusster wahrnehmen, die Augen öffnen, etwas anschauen oder Kontakte mit Ausland, Reisen oder Spiritualität. 19. September passiert was Wichtiges. Saturn ändert sich die Richtung, hört auf mit dieser Rückläufigkeit und wird direktläufig. Und das beeinflusst unserem Schicksal. Saturn hier im Schütze. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Das erlebst du hier. Entweder sind alle nervös und das ist gut, dieser Rückzug. 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Oder hast du Angst von etwas, dann auf die Gefühle achten. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Die Thematik wird hier beleuchtet. Deine Träume, das ist Neptun auch hier, das wirkt auch noch natürlich. Und dann kommen die Wassermann-Themen dazu, deine Ideen verwirklichen. Und das ist die Schule des Lebens. Außerdem Kontakte zum Verwandten oder Nachbarn. Also dieses Thema wird voll und ganz beleuchten. 28. September ist Neumond im Löwe. Das ist hier. Und das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, wohin führt die Reise. 22. September habe ich übersprungen. 22. September ist Halbmond im Stier hier und das bedeutet nachdenklich sein, was bringt Unruhe bei dir im Alltag und versuchen im inneren Gleichgewicht bleiben, in innere Ruhe bewahren. Dieser Halbmond ist Spannung hier. Oktober. Mars ist im Jungfrau und das heißt, wenn du einen bestimmten Kontakt hast und diese Mars-Energie
hat einen Bezug auf deinen Partner, dann kommt die Jungfrau-Energie dazu. Du sollst etwas in Ordnung bringen, damit du hier Anerkennung, Ansehen oder Respekt bekommst. Kann auch bedeuten, eine männliche Person in die Öffentlichkeit oder du hast diesen Impuls, etwas in die Öffentlichkeit bringen, etwas sichtbar machen. Sonne und Venus ist auch hier im Jungfrau, also kommt noch die Venus-Energie dazu und das hat mit Liebe was zu tun. Und bei Jungfrau Einfluss hier ist diese Reinigung, etwas bereinigen, etwas klären, etwas in Ordnung zu bringen. Merkur ist im Waage, entweder Kontakte mit Freunden, Bekannten oder in Nachricht, kann auch bedeuten, dass du lernst, deine Wünsche zum Leben. Merkur ist auch das praktische Wissen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit, eine unsichere Haltung. 13. Oktober ist Vollmond im Fische, also wird was beleuchtet. Genau hinschauen, das sind Fischenthemen, auf die Gefühle achten, Vertrauen, das Fluss des Lebens und mit deiner Wohnsituation hat das auch was zu tun. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, das ist hier in Partnerschaft, Unsicherheit in die Liebe, Partnerschaft. 28. Oktober ist Neumond in Jungfrau, das ist eigentlich hier oben die Öffentlichkeit oder etwas in Öffentlichkeit bringen und Neumond bedeutet, halte dich davon zurück. November. Mars bleibt noch im Jungfrau. Das kann bedeuten auch, dass du deine Kraft einsetzt, damit du Anerkennung bekommst. Oder Kontakt zu einer männlichen Person, der die Öffentlichkeit steht, oder bekommst du Respekt von diesem Mann. Sonne ist im Waage. Monatsthema ist inneren Gleichgewicht. Oder etwas vergleichen, ausgleichen, oder Gerechtigkeit, oder Kunst und Kreativität, oder Liebe, Partnerschaft, außerdem deine Wünsche, deine Hoffnungen, deine Sehnsüchte. Merkur und Venus ist im Skorpion. Das ist hier Rückzug und Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person, das ist Venus, erzählt etwas, das ist Merkur, erzählt ihre Geheimnisse. Oder du hast deine Geheimnisse und sollst du schweigen. Weil hier im 12. Lebensbereich ist auch möglich, dass du geheime Feinde hast. Eine weibliche Person, der hinter deinem Rücken spricht. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, ab 21. November dreht sich um, wird direktläufig. Also wenn etwas bis dahin gebremst ist, dann ab 21. November geht aber alles voran. 28. November wird Neptun direktläufig, das heißt, alles wovon du träumst, kommt in Bewegung, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock, hier Spannung mit Werten, Wertschätzung und Finanzen. 12. November ist Vollmond im Widder, das bedeutet Themen Kinder, inneren Kind, Erinnerungen oder Lebensfreude. 19. November ist Halbmond im Krebs, hier, also wenn du etwas loslassen sollst, dann zweifelst du daran in diesem Tag und versuchst eher festzuhalten. Oder Thema Ämter kann auch bedeuten. 26. November ist Neumond im Waage, Rückzug von Freunden, verinnerliche deine Wünsche. Dezember.
Jupiter übergeht im Schütze und wird ganzes Jahr hier sein. Jupiter bringt dir Glück. Jupiter ist auch der große Glücksplanet. Jupiter vergrößert etwas. Hier im Aszendent handelt sich auch um deinen Körper, also gut möglich ist es auch, dass du in dieser Zeit zunimmst. Mars und Merkur ist im Waage. Hier Gespräche mit einer männlichen Person im Freundeskreis oder hast du deine Wünsche und das betrifft einen bestimmten Mann und du lernst mit deinen Wünschen umgehen, das Visualisieren daran zum Glauben. Venus ist im Schütze, das hat einen Einfluss auf dein Auftreten, auf dein Aussehen, du als Frau bist du wahrgenommen. Und Sonne ist in Skorpion. Monatsthema ist deinen Gefühlen oder die Geheimnisse. Da genau hier die Augen öffnen. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Hier ist Spannung, was die Verwandten betrifft. Oder Kommunikation, Schulungen, Informationen. Das kann auch auslösen, dass jemand versucht, dich betrügen oder lügt dich an. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, Thema Alltag, Gesundheit wird beleuchtet, da genau dahin schauen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung in Reise oder Nachricht von Ausland, was diese Spannung auslöst oder du zweifelst auch deinen Glauben. 26. Dezember ist Neumond im Schütze und es ist hier und es ist Rückzug, Nachdenklichkeit, halte dich von allem zurück und bewahre die Ruhe, die Gelassenheit. Januar 2020. Mars übergeht in Skorpion. Mars ist die Kraft, hier ist der Rückzug und das bedeutet, wenn du dich kraftlos fühlst, dann bewahre die Ruhe, im Ruhe liegt die Kraft. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse oder sind irgendwelche Geheimnisse hier. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und brauchst diese Mars-Energie, dich zum Wehren. Sonne Merkur ist im Schütze. Monatsthema bist du selbst, das ist die Selbstdarstellung. Mit Merkur-Energie viele Gespräche oder deine Intelligenz, dein Rat ist gefragt. Das kommt hier ins Licht, bist du wahrgenommen, jeder sucht die Gespräche zu dir. Venus ist im Steinbock, Venus kann auch Glück bringen in Finanzen oder dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Werte und Finanzen und Venus Merkur ist im Wassermann. Und das bedeutet etwas lernen oder Schulungen oder Gesprächen mit einer Frau und diese Frau ist entweder in vertrauten Umgebung wie im Nachbarschaft oder jemand von Verwandten. März 2020. Pluto und Saturn verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock. Und die bleiben. Die bleiben ziemlich lang. Saturn mindestens 2 Jahre, Pluto noch länger und aktiviert bei dir Themen Werte, Wertschätzung, Finanzen. Mars übergeht im Schütze und das zeigt entweder bei dir Sportbewegung oder dass du dich durchsetzt oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, sogar auf dein Aussehen. Sonne Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist
die Kontakte, Kommunikation, die Schule des Lebens, etwas begreifen, etwas lernen. Und Venus ist im Widder. Und das ist schön und harmonisch mit Kindern. Oder hast du Kontakt mit einem Mädchen, mit, also ein Jugendliche, ein Kind oder Jugendliche. Oder die Liebesenergie und Lebensfreude. Und April April 2020. Venus übergeht im Stier, verschönert dein Alltag. Oder hast du Kontakt mit einer weiblichen Person? Kann auch Gesundheit bedeuten, wie zum Beispiel Termin in Frauenarzt. Mars ist im Steinbock. Das heißt, du setzt deine Kraft ein, um deine Werte oder um Finanzen. Oder kommt ein Impuls, das ist auch Mars-Energie, und gibst Geld aus. Möglich ist, dass das unüberlegte Handlung ist. Und Sonne-Merkur ist in Fische, Monatsthema ist dein Zuhause. Und Merkur-Energie kann auslösen, dass du hier einen Vertrag hast. Oder dass du zurückziehst und lernst etwas oder liest du ein Buch. Man muss nicht immer schicksalhafte Veränderungen sein. Liebe Saitirina, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche alles Gute, alles Liebe von Dendera.